Es war einmal vor langer, langer Zeit. David und Jonas sitzen mit Freunden in einer Bar in Amsterdam. Ein Kumpel bestellt ein Duvel, ein Bier aus Belgien. Es wird in einem seltsamen Glas gebracht, fast wie ein Kelch. Auf dem Bierdeckel steht irgendwas von Aufmerksamkeit und 45 Grad und wie man das Bier ganz genau einzuschenken habe. Und wir haben uns gefragt, really though? Macht es wirklich einen Unterschied, aus welchem Glas man trinkt, wie man einschüttet? Wir haben uns auf die Suche gemacht, nach dem perfekten Einschüttverfahren, dem perfekten Winkel, nach der perfekten Temperatur, nach dem perfekten Gefäß. Kurz gesagt, nach dem heiligen Gral eines jeden anständigen Deutschen. Dem perfekten Bier. Bier besteht in der Regel aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele verschiedene Brauarten. Das ist für uns aber nicht so wichtig, weil das Konzept immer gleich bleibt. Was wichtig ist, sind die Grundlagen. Deshalb machen wir einen kleinen Abstecher in die Chemie. Am Ende ist jedes Bier ein sogenanntes Zweistoffgemisch. Das heißt einmal die eigentliche Flüssigkeit und das darin physikalisch gelöste CO2. Das CO2 ist auch für den Schaum verantwortlich. Bierschaum ist ein viskoelastisch-plastisches Yield-Stress-Fluid aus dem Bereich der weichen Materie. Anders gesagt, sobald Bier an der freien Luft ist, steigen CO2-Blasen aus der Flüssigkeit nach oben, weil das Gas halt nach oben will. Diese CO2-Blasen sind dann ganz dünn von einer Membran aus Flüssigkeit mit ganz vielen Proteinen umhüllt. Schaum ist im Prinzip wie ganz viele kleine Seifenblasen auf engem Raum. Und dieser Schaum ist super wichtig für den Geschmack. Er wirkt wie ein Deckel, der Aromen im Glas hält. Der Schaum ist aber auch für den Geruch verantwortlich. Er riecht, weil das CO2 die Aromen im Bier an die Oberfläche bringt und durch das Platzen der Blasen freisetzt. Übrigens zerfällt Bierschaum exponentiell, so wie radioaktives Material. Die Halbwertszeit des Schaums kann man mit dieser Formel berechnen. Ja, wie auch immer. Gleichzeitig will man noch genug CO2 im eigentlichen Bier haben. So wird kontinuierlich Aroma freigesetzt und das Bier schmeckt länger frisch. Und eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel. Mal ganz kurz. Bier aus dem Bauchnabel, Harald? Boah. Auf diese zwei Dinge kommt es also an, wie viel Schaum auf dem Bier ist und wie viel CO2 im Bier selbst ist. Das kann man mit drei Dingen beeinflussen. Das hier ist sehr easy. Je wärmer das Bier, desto mehr Schaum, weil das CO2 bei höherer Temperatur schneller aus der Flüssigkeit raus will. Daraus folgt, Bier sollte beim Einschenken 6 bis 8 Grad haben, für perfekte CO2-Entbindung. So schüttet man ein Bier perfekt ein. Man hält das Glas im 45 Grad Winkel und schüttet dann so nah am Glasrand wie möglich, langsam aber beständig ein. Man will, dass das Bier ruhig fließt, damit das CO2 nicht verloren geht. Das nennt man eine laminare Strömung. Je weniger Turbulenz in der Flüssigkeit, desto weniger CO2 entweicht. Ein besonders kritischer Punkt ist der Boden des Glases. Wenn die Flüssigkeit hier zu hart aufklatscht, entsteht eine sogenannte Prallströmung. Die wird dann unten an der Glaswand zu einer Stauströmung. Das zusammen ergibt eine turbulente Strömung. Und das sieht so aus. Aber keine Turbulenz ist auch nicht das Wahre, weil etwas Schaum ist ja gut. Wie viel Schaum genau, kommt aufs Bier und die Marke an. Ale wenig Schaum, Pils mehr, in Deutschland ist Schaum wichtig, im Ausland hat man leider keine Ahnung. Als Faustregel gilt, sobald das Glas mindestens bis zur Hälfte gefüllt ist, dreht man es und empfängt die turbulente Strömung mit offenen Armen für die perfekte Schaumkrone. Aber, und viele wissen's nicht, es kommt natürlich auch aufs Glas an. Früher hat man Bier meist nur aus Krügen getrunken. Die halten das Bier lange kühl und sind recht robust. Das ist zum Beispiel auf dem Oktoberfest wichtig. Aus großen, robusten Gläsern wie Maßkrügen oder Weißbiergläsern trinkt man übrigens schneller und mehr. Hohe und schmale Gläser fördern dagegen die CO2-Freisetzung und sorgen meist für kräftigen, stabilen Schaum. Gläser mit dünnen Wänden lassen Duft und Geschmack von filigranen und komplexen Suden besser wahrnehmen und pushen den Biercharakter. Inzwischen fertigen die meisten Brauereien Gläser passend zu ihren Bieren an.
Welches Glas jetzt am besten ist, ist schwer zu sagen. Es kommt natürlich darauf an, welches Bier man trinken möchte. Aber das Glas von Düvel ist tatsächlich etwas Spezielles. Erstmal ist es besonders bauchig. Beim Einschenken wird der Strahl elegant abgefangen und das CO2 wird extra gut in der Flüssigkeit gehalten. Das Logo gibt außerdem genau an, ab wann man zum turbulenten Einschenken übergehen sollte. Die bauchige Form bündelt die Aromen und stützt den Schaum. Außerdem hat das Glas eine raue Stelle am Boden, den Mussierpunkt. An diesem Punkt kann sich das CO2 in der Flüssigkeit zu Blasen entwickeln, die das Bier quasi kontinuierlich frisch halten und Aromen transportieren. Düvels Tulpe ist, laut einer renommierten Bierexpertin, ein Universalglas. Es eignet sich eigentlich sehr gut für die Verkostung von fast allen Bierstilen, kann man sagen. Also, gibt es das perfekte Bier im perfekten Glas? Naja, kommt drauf an, was dir schmeckt und every shape is beautiful. Trink aus der Dose, mach wie du willst, aber Tulpengläser wie das von Düvel sind extra spicy. Und es gibt überraschend viel Wissenschaft zu dem Thema und ein paar Dinge, die man beachten kann, um aus dem Bier deiner Wahl das meiste rauszuholen. Monate später wissen wir, Düvels Bierdeckel hat tatsächlich recht. Trinkt mit Verantwortung, trinkt nur, wenn ihr alt genug dafür seid und trinkt mit Genuss. Selten hat es so gepasst. Bis dann. Na, Spaß. Cheers. Hey, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Schreibt uns wie immer in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Auf der Endcard findet ihr unser Video zu Mario Kart, von dem ihr noch nie gehört habt, und ein Video von MyLab zu Alkohol. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.